müssen in einer Minute losfahren. Ich bin fast fertig, Mom. Und vergiss deine Vitamin-C-Tabletten nicht. Schluck davon mindestens 2 Stück pro Tag, sonst holst du dir eine Erkältung. Keine Sorge, Mom. Ich futter sie eimerweise. Ja, Mom. Schreib uns 3-mal die Woche und isst nur gute und nahrhafte Dinge, während du fort bist. Ja, mach ich. Vergiss die Bücher nicht, die ich dir besorgt habe. Welche waren es noch? Onkel Toms Hütte? Mhm. Die Abenteuer des Tom Sawyer? Ja, hab ich. Und die Schatzinsel? Schon eine. Ich bin so froh, dass du endlich mal nicht dauernd vor dem blöden Fernseher sitzen wirst. Der Fernseher? Richtig. So ein Mist. Schätzchen, es wird Zeit. Soll ich raufkommen und dir helfen? Nein, Mom. Ich bin gleich unten. Wir müssen los. Dein Vater hupt schon. Ja, sofort. Ich komme ja schon. Mister, ich muss mal aufs Klo. Okay, danke. Stanley und die Jungs haben die für dich zubereitet, Toby. Als Überraschung. Wow! Eines Tages, Arnie, wirst du auch mal ins Camp verreisen können. Nein, ich will da nicht hin. Nein, wenn du älter bist, Schätzchen, wenn du älter bist. Bobby! Hey, Toby, pass auf die Jumbo Tote Boy. Auf! Wollen wir den Krieg der Farben wieder gewinnen? Klar, Mann. Ich hoffe nur, dass wir wieder im Mark Dispo-Team kommen werden. Mark Dispo ist diesen Sommer nicht da. Kannst du hell sehen? Er ist mein Bruder. Du bist Mark Dispos Bruder? Letztes Jahr war er Captain des grauen Teams und ich war Sergeant von allen grauen Hemlocks. Wir haben das blaue Team mit 45 Punkten Vorsprung erledigt. Und schickt mir das Literaturjournal nach Camp Pinewood. Ich muss auch alle Feuilletons aus der Times bekommen. In Ordnung, Brian, ich werde es machen. Aber vergiss nicht, wir haben verabredet, dass du nicht immer auf deinem Zimmer bleibst. Mom, denkst du, Bruce schiebt je in einem Kanu? Top. Ich bin Jerry Disbro. Und? Weißt du, hast du etwa keinen Namen? Irene, also was willst du? Sieht aus, als wird es ziemlich eng werden. Heiß, gedrängt. Wie es aussieht, werden wir damit leben müssen. Ich aber nicht. Ich habe mein eigenes Abteil. Ja, und ich große Möpse. Vielleicht kommst du ja doch mit. Klimaanlage ist drin. Wir wären allein. Ich verzichte. Nein, danke. Sind das welche aus Pinewood gewesen? Keine Ahnung, Ike. Nein, wirklich, ich schwör's dir. Das war die absolut beste Zugfahrt, die ich jemals erleben durfte. Gehörst du zu den Pinewood-Leuten? Ja, noch nicht ganz. Hör zu, ich verabschiede mich gerade. Hey, ich geb dir was, wenn du sie noch mal begrüßt. Du bist ein mieses Vorbild für die anderen, Mann. Wieso? War irgendwas falsch? Eigentlich nicht. Hör zu, jemand da oben schmeißt Wasserbomben runter. Wenn das Pinewood-Leute sind, muss ich sie erwischen. Dann geh doch rauf. Du weißt wohl nicht, wer vor dir steht. Ja, das stimmt, Mann. Ich weiß nicht, wer du bist. Ist doch auch egal, wer du bist. Ich verabschiede mich von einer guten Freundin. Gut, Mann. Ich bin nämlich Ike Dimmick. Erster Jugendleiter von Camp Pinewood und dein Vorgesetzter. Hör zu, Chef. Hier stehen 12 Kinder aus Cleveland und Detroit. Ich darf sie niemals aus den Augen lassen. Ich muss also hier bleiben. Nein, hier geht das Kommando an mich. Du hast sie abgeliefert. Also sag auf Wiedersehen und dann rauf aufs Dach mit dir. Es macht mir nichts, Danny. Ich gehe jetzt auf. In Ordnung, hör zu. Patty, ich bin zu finden in Clifton, Maine für die nächsten 8 Wochen. Wenn du Zeit hast, schreib eine Karte. Nein, das werde ich nicht tun. Ich versuche dich zu sehen. Mach's gut, mein Schatz. Oh, Patty, schreib lieber zuerst, okay? Schon gut, ich mach's ja. Hör zu, halt das kurz. Was ist das? Timmy Mason. Hast wohl Heimweh, Kleiner, was? Das werden wir dir in Pinewood schon austreiben. Halt das Tau einfach fest. Volltreffer, Bobby. Ich bin der beste Schütze im Camp dieses Jahr. Wem können wir noch einen pflastern?
diesem alten Schleimeig Dimmick. Dem verpasse ich mir volle Laden. Alles klar, ihr strafunmündigen Gewalttäter? Bist du ein Jugendleiter? Aha. Gib's mir her. Okay, okay, passt auf, wir besteigen in Kürze den Zug. Ich möchte, dass es ordentlich dabei zugeht. Ihr werdet direkt... Was? Wer war das? Wirklich ein Glück für euch, dass wir denselben Geschmack haben. Und jetzt runter hier. Achtung, Achtung am Bahnsteig. Zug Nummer 215. Oh, gut gemacht, gut gemacht. Du hast sie erwischt. Warte nur, bis ich mich darüber berichte. Warte mal, Sekunde, Mussolini. Es waren andere Kinder aus einem anderen Camp. So wie es aussieht, sind die Jungs aufs Dach, um sie zu kriegen. Ja, aber sie sind entwischt. Oh, wenn so ist. Ihr habt es wenigstens versucht. Das ist der Pinewood-Kampfgeist. Okay, alle Mann an Bord. Alle Mann an Bord. A bis L nach links. Halt das. A bis L nach links. M bis Z nach rechts rüber. Termin. Dazu geht direkt auf eure Plätze. Okay, benutzt die Toiletten erst, wenn das geschert. Habt ihr verstanden? 24. Juli. Der Zug rattert, die Eltern seufzen, die Kinder weinen und ich muss ins Camp. 2 Monate in Maine. 60 Tage in abgelegenen nördlichen Wäldern. Tage, die meinen zarten, jungen Dichterknospen neue künstlerische Nahrung geben sollen. Los, setz dich hin. Achtung, hier, das ist deiner. Okay, schon gut, Jungs. Steve Sawyer, ich bin überrascht. Tag, Dennis Baxter, Bogenschießen. Pass auf. Bist du gut mit dem Bogen? Nein, nicht besonders. Siehst du, Big Earth ist der Hauptkunde bei der Fleischwarenfabrik meines Vaters. Und anstatt mir den Sommer mit Vater Schwein zu versauen, mach lieber das hier. Recht hast du. Doch, es gab bloß noch eine Stelle fürs Bogenschießen. Nein, Sekunde mal. Für Toby, Jackie Gleason. Du kennst Jackie Gleason? Sicher. Mein Dad stattet Partys für viele Komödianten aus. Ich möchte später auch mal Komiker werden, wisst ihr? Ich sehe mich selbst als eine Kreuzung irgendwo zwischen Gleason, Oliver Hardy und John Candy. Hat jemand vielleicht so ein weißes Päckchen gesehen? Vorhin ist es noch da gewesen. Warte, das kriegst du zurück. Lass mir in Ruhe, du Blödmann. Hey, mein Kiefer. Die Schmerzen sind unerträglich. Wow, du siehst aus wie Winston Churchill. Das sieht ja schlimm aus. Hey, Steve? Was passiert? Der Junge schwillt zu. Oh. Wieso kann das so plötzlich passieren? Jerry, hattest du schon mal Mumps? Nein, ich denke nicht. Und das ganze Camp ist hier. Ja, jetzt heißt es sofort handeln. Baxter? Schnell in Quarantäne. Okay, los, Jerry. Lasst uns mal durch. Also hör zu, Jerry. Vielleicht legst du dich hin und ruhst dich aus, okay? Besser, wenn du die Füße hochlegst. Meine Füße hochlegen, meinst du? Vielleicht was anderes? Ich komm schon klar. Gut, aber wenn du was brauchst, dann klingelst du, verstanden? Indianapolis. Ist doch witzig, oder? Finde ich auch. Sag mir, wo du in Indianapolis wohnst. Oh, überall eigentlich. Also, ich bin ein Eisenbahnfanatiker, weißt du? Das Abenteuer, die Schienen, Woody Guthrie, die Romantik. Mag ich auch gern. Weißt du, ich denke, das Abteil da ist unbenutzt. Willst du dich nicht reinsetzen? Wieso nicht? Wieso nicht? Indianapolis? Nicht übel, Mann. Dick geschwollen.
Das passierte vor meiner ersten Ballettstunde auch. Ist wohl eine Nervensache. Hey, übrigens, die Kleine war nicht schlecht, aber das mit Indianapolis war der letzte Spruch. Norbeck, du gehst zu Baxter. Eiche? Hey, ihr! Euch da hinten meine ich. Lasst den Blödsinn und kommt hier rüber. Ja, ist gut, Eik. Weiter. Gruppe C. Euer Leiter ist... Sofort aufhören! Okay, wenn ihr etwas braucht, ein Jungleiter hat Wache. Ich bin bald zurück. Baxter? Wir erhielten Nachricht aus Portland. Timmy Massey traf gerade ein und jemand muss jetzt zur Station. Da er zu deiner Baracke gehört, bist du verantwortlich. Okay, du wirst ihn sofort abholen. Ich hab's kapiert, Chef, schon kapiert. Also versucht etwas zu schlafen, Jungs, klar? Ich glaube, wir können's riskieren. Ich freue mich darauf, mich mit meinen neuen Kameraden anzufreunden. Aber ich weiß, dass sie mich nicht sehr mögen werden. Poeten werden normalerweise erst geschätzt, wenn sie schon tot sind. Dein Bruder war der beste Leichtathlet im Camp letztes Jahr. Hat er dir Tipps gegeben, wie man den Krieg der Farben gewinnt? Ja, vielleicht, aber ich hab's vergessen. Ehrlich? Du weißt es nicht mehr? Dieser Krieg ist die einzig erfreuliche Sache, die in der ganzen Zeit hier geschieht. Das stimmt, Big Earth, der Campdirektor. Er sagt, in dem Krieg werden aus Knaben Männer gemacht. Nein, 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 Bobby. Das hier ist etwas, wo aus Knaben Männer gemacht werden. Kannst du denn sowas schon? Nein, leider noch nicht. Aber sobald ich es kann, will ich dafür bereit sein. Mann, der Wasserhahn wird mich die ganze Nacht wach halten. Nur nicht aufregen. Sie schicken uns Walter. Wer ist Walter? Der Handwerker des Camps. Er trägt immer eine Axt. Doch niemand hat jemals gesehen, wie er Bäume in Stücke zackt. Wie meinst du das? Wenn du seinen Ball genau ansiehst, dann siehst du Blut daran. Und an seinen Kleidern auch. Soll das ein Witz sein? Niemand scherzt über Walter. Na, schon wieder dieser blöde Wasserhahn. Sag's nur Walter nicht. Nein, bestimmt nicht. Hey, Ryan. Willst du ein paar Dias sehen? Nein, ich muss meine Gedanken aufzeichnen. Welche Dias denn, Jerry? Oh, ein ganzes Dutzend nackte Weiber. Kannst du behalten. Ich sah meine Cousine Shirley neulich nackt im Bad. Ehrlich, da esse ich doch lieber Schokoladenkram. Hey, Novak, erzähl mal, wie das mit den PX-Karten funktioniert. Sie geben dir eine Karte immer freitags. Man tauscht die um gegen Schokolade, Kekse oder Kaugummi. Perfekt. Sag mal, Tobi, wie wär's, wenn du dein Bett mit mir tauschen würdest? Geht leider nicht, der Wasserhahn tropft. Okay, ist doch egal. Wenn du keine Lust auf meine PX-Karten hast... PX-Karten? Ja, das stimmt, Tobi. Überleg dir den Vorschlag. Du bekommst meine Karten für den ganzen Sommer. Wirklich? Versprochen? Hey, ein Dispo lügt doch nicht. Aber ich bin neu hier, du kennst mich nicht. Also, ich verspreche es dir vor allen Anwesenden. Dann ist es in Ordnung. Dispo! PX-Karten sind mehr wert als Baseballbilder. Bist du verrückt? Das war ein gewaltiger Fehler. Das wird sich zeigen. Hey, hast du seit deinem Fluchtversuch überhaupt schon was gegessen, Timmy? Hey, wie weit bist du gekommen, bevor sie dich erwischen? Es steht noch eine lange Fahrt vor uns. Du könntest vielleicht etwas gesprächiger sein, oder? Hör zu, ich weiß, du fühlst dich einsam. Selbst wenn du in Cleveland zu Hause bist. Also, ich bin auch zum ersten Mal ins Camp gegangen. Also, ich werde es vielleicht selbst hassen. Aber ich finde, da ich nun schon mal hier bin, mache ich das Beste draus. Wer weiß, vielleicht bin ich in ein paar Tagen völlig anderer. Ja, schon gut. Das Camp ist wirklich fantastisch. Vergiss es, ich werde durchbrennen. Alles klar. Es war der Wunsch meiner Eltern. Sie haben mich gezwungen, herzukommen. Denn sie denken, das Camp würde mich irgendwie in Form bringen. Also, du willst zurückfahren nach Cleveland und versuchen, deinen Eltern die Meinung zu geigen, hä? Also, ich mache dir einen Vorschlag, okay? Du versuchst es noch ein paar Tage und... Nein, danke. Es ist mein Leben und ich werde hier entkommen. Und mich hält auch keine Mauer. Thank you.
schon noch daran. 6.45 Uhr. Hinsetzen, sagte ich! Alle Mann sofort auf die Plätze! Bitte! Ich habe euch etwas sehr Wichtiges zu sagen. Also hört zu! In Ordnung. Als erster Jugendleiter hier im Camp Pinewood habe ich die Ehre, euch allen jemanden vorzustellen. Unseren Campdirektor, Erwin Big Auf Klopper! Walter, der Türdrücker klemmt. Roger. Walter! Guten Morgen, Camper. Willkommen in Pinewood. Dies wird wohl bestimmt der allerwichtigste Sommer eures Lebens. Eure Eltern haben euch mir und meinen Mitarbeitern anvertraut, damit wir euch zu jungen Männern formen, auf die sie stolz sein werden, ihre Söhne nennen zu können. In den Baracken und auf den Spielfeldern und im See werdet ihr den Kodex guter Führung lernen. Den Durst nach guter Leistung und den Hunger nach Perfektion, der euch für den Rest des Lebens als Vorbild dienen wird. Und so wie stets soll jeder Camper, von der winzigsten Palme bis zum größten Mammutbaum, bei uns die Chance kriegen zu zeigen, wie viel vom Pinewood-Kampfgeist er bei uns aufgenommen hat. Und natürlich auch, wie erfolgreich er im späteren Leben sein wird, beim Überlebenstraining hier in unserem Krieg der Farben. Dem glorreichen Höhepunkt eurer 8 Wochen hier in Pinewood. Redet ihr diesen Mist etwa jedes Jahr? Also, versuchen wir es allen zu zeigen. Lasst uns alle dabei sein. Steigt die Leiter hoch und greift nach den Sternen. Macht diese Wochen zum erinnerungswürdigsten, aufregendsten Sommer eures Lebens. Los geht's, Camper! Los geht's, Pinewood! Los geht's, Pinewood! Was habt ihr gesagt? Ach, schon, sag es, Timmy. Niemals, eher lasse ich mich foltern. Los geht's, Pinewood! Einmal noch! Jetzt geht's los! Macht nichts, ist okay. Gut, von mir aus Frühstück jetzt. Bobby, wer ist das? Das ist Walter. Und wenn du seine Axt genau betrachtest... Nein, nicht der alte Bobby. Was will die denn hier? Oh. Tag, Mr. Klopper. Das ist Rhonda Malone, der neue Stern der Krankenstation. Walter, bring ihr Gepäck in die Krankenstation, oder meinst du, sie schläft in der Küche? Ja, also dieser Mensch ist Ike Demick, unser erster Jugendleiter und Schießausbilder. Blanche Zuko, unsere Oberschwester. Steve Sawyer, Schwimmausbilder. Und Margot, meine Assistenz, Campdirektorin und meine Frau. Macht bestimmt Spaß, Assistenz, Campdirektor zu sein. Oh ja, fast so viel Spaß wie mein anderer Titel. Zünden Sie mir an. Danke, mein Goldstück. Margot, ich hatte dich doch gebeten, vor den Campern darauf zu verzichten. Oh, jetzt zerstör mir nicht mein Vergnügen. Ich hab sonst keins. Oh, ich wette, unser Kaffee wird fertig sein. Oh, gracias, Raphael. Ist schon Tim. Ich hasse Eier. Okay, dann etwas Speck. Ich hasse Speck. Timmy, das ist doch unmöglich. Das ist Ferkels beste Schwarte. Dieser Speck brachte mich durchs College. Hey, ganz schön wählerisch, der Herr. Geht dich überhaupt nichts an, Fettsack. Ich bin nicht fett, ist das klar. Ich habe nur Probleme mit meinen Drüsen. Und weißt du, Übergewicht ist witzig. Es hilft mir bei meiner Karriere. Die sind für dich. Danke, die sehen aber hübsch aus. Ike, wirklich charmant. Oh, die sind nicht von mir. Die lagen da bei den Kaffeekannen. Das war noch drum gewickelt. Was steht denn da? Du kamst in den Speisesaal, der Morgen brach erst an. Mit lauter Fragen. Oh, mein Herz war's getan. Wirklich schön, finde ich. Finde ich auch. Und überaus privat. Oh, weißt du, ich musste es doch lesen, oder? Moment bitte.
Camper! Hey Jungs, hört mal her. Ich möchte euch jetzt das neueste Mitglied der Pinewood-Familie vorstellen. Der neue Stern der Krankenstation, Miss Rhonda Malone. Rhonda? Yeah! Hört zu, Männer. Jetzt zeigt Rhonda, was für uns der Pinewood-Kampfgeist bedeutet, Jungs, denn wir singen jetzt unsere Camp-Hymne. Steve begleitet am Klavier. Okay, Männer, alles fertig? Interessant sein. Oh, das ist nur interessant, wenn Interesse da ist. Das ist nicht vorhanden. Kein Interesse für romantische Männer? Nein, diesen Sommer sind meine Interessen mehr praktischer Natur. Die Arbeit mit den Kindern, ich sammle für mein Examen etwas Erfahrung. Ich kümmere mich um meinen Job. Sieht aus, als wäre jemand da nicht einverstanden. Ich wüsste nur gern, wer es ist. Mal, warte mal. Träume ich oder bist du wirklich hier? Au! Scheint, als bin ich hier. Hey, du trittst aber fest zu. Aber ich mag das bei Frauen. Sag mal, ist mit dir zu rechnen diesen Sommer? Weißt du, ich bin hier, aber bei mir verrechnest du dich. Entschuldige mich. Hey, das geht nicht. Du brichst mir mein Herz. Hast du ehrlich mit solchen Sprüchen schon mal was erreicht? Oh, du wärst überrascht, Rhonda. Ich wäre schockiert. Okay, sehr gut. Komm, jetzt machen. Mit 12 Zügen, wirklich gut. Sehr gut, wirklich. Wann schwimmen wir durch den See? Hey, nicht in der ersten Woche. Du musst dich etwas gedulden, bis du die Chickawanna-Mädchen siehst. Jetzt die Leine. Bobby, was meint er mit Chickawanna-Mädchen? Kein Chickawanna, das liegt da hinten. Komm schon, Timmy, alles, was du tun musst, ist in meinen Armen zu liegen. Ich halte dich fest. Nein! Okay, eine andere Lösung. So kannst du es auch lernen. Du hältst dich am Steg fest, dann geht's ganz leicht. Niemals! Meinen Füßen ist das viel zu nass. Ich glaube, der Knabe braucht dringend eine private Säuglingsschwester. Timmy kann nicht schwimmen. Tobi, hey, lass das, okay? Kümmer dich nicht um ihn, das soll witzig sein. Er ist eine fette Mistkutti. Schon gut, danke, ich hab's begriffen. Also schön, okay, du willst nicht schwimmen. Du willst nicht reingehen, vielleicht hältst du dein Haar kurz ins Wasser. Ich hab meine Badehose falsch an. Mach schon, dreh dich um. Ehrlich, was soll das? Los doch, dreh dich um. Gut, ich tue es halt. Also, Timmy, wenn das ein neuer Trick ist, ich sag dir, er klappt nicht. Timmy, ich werde mich umdrehen, in einer Sekunde. Ich weiß nicht, was der Quatsch soll. Alle Jungen haben einen. Ein was? Alle Mann antreten, im Gleichschritt. Marsch, links, rechts. Wow, ihr müsst ihn aufhalten. Links, rechts. Halt. Mann, zieh Leine. Was sagst du zu mir? Hey, Rambo, der Kleine hat sich verletzt. Lass ihn in Ruhe. Oh je, Mann, das hast du sauber hingekriegt. Ich werde dich zur Unfallstation bringen. Mach das, ich komm mit. Ich denke, er findet den Weg wohl auch allein. Hey, Rhonda, wenn du das Kind allein lässt, wird er in Ohio sein, bevor du dich umgedreht hast. Ich hole jetzt seine Sachen und komm mit euch. Du wartest. Also, ich finde, du kannst das wirklich gut. Was, Wunden reinigen? Nein, ich meine, du hast so ruhige Hände. Du weißt genau, wie man Trost spendet und du weißt, wie man einen Medizinschrank öffnet. Ehrlich, ich denke, du bist eine tolle Krankenschwester. Danke, aber das ist nur mein Sommerjob. Eigentlich studiere ich nämlich Kinderpsychologie. Ach du meine Güte. Es wird vielleicht etwas brennen. Das studierst du tatsächlich? Ehrlich, ist das nicht ein Wahnsinn? Ich weiß nicht. Ich bin bestimmt nicht die Erste. Rhonda, das Wahnsinnige daran ist, dass du das auch studierst. Weißt du, das Irrsinnige an der ganzen Geschichte ist, ich bin auch Student der Kinderpsychologie. Verrückt, nicht wahr? Oh, ja. Wirklich, nur deswegen bin ich hier. Das hier sind Recherchen für meine Prüfung. Weißt du, wenn du den gleichen Studiengang hast, dann weißt du ganz bestimmt die Antwort in der Sache, die mich doch ziemlich beschäftigt. Die weiß ich ganz sicher. Gut, du weißt doch Bescheid über die Strips- und Pads-Studie. Lerne dein Kind verstehen vom Ödipus zum Examen. Das ist Grundlagenwissen. Ja, sicher. Klar habe ich es gelesen. Weißt du, denkst du, sie haben recht in Bezug auf das Phänomen von der eidetischen Einbildungsfunktion, durch die die kognitive psychosoziale Entwicklung verzögert wird bei den prädoleszenten Kindern? Das will ich meinen. Die existiert gar nicht. Weißt du, wenn man das Phänomen genauer ansieht, dann... Das war völliger Schwachsinn.
Nicht nur wunderhübsch, auch ziemlich gerissen. Nicht nur wunderhübsch und ziemlich gerissen, in festen Händen auch. Oh, oh. Warte mal, das heißt, du wirst bald heiraten? Ja, ich denke, das werde ich bald. In Ordnung, Timmy, du kannst gehen. Komm in ein paar Tagen wieder, dann sehe ich es mir an. In ein paar Tagen werde ich nicht mehr hier sein. Oh, warte mal, Timmy, warte. Bleib hier, Timmy. Hör zu, Rhonda. Weißt du, die Ehe ist ein ernster Schritt für jeden. Nein, eher ein Sprung. Und ich möchte nur nicht, dass du dich jetzt schon in tiefe Wasser stürzt. Das solltest du in deinen jungen Jahren nicht tun. Du bist dann ja nicht dabei. Und einen Tipp noch. Wirf ein Auge auf Timmy. Scheint der Plan zu verschwinden. Ja, werde ich, mache ich. Aber es wird hart werden. Oh, wieso das denn? Weißt du, wie es aussieht, Rhonda? Habe ich nur noch Augen für dich. Du hast nichts kapiert, nicht wahr? Ich find's besser so. Sag jetzt nichts. Du spielst viel mieser als dein Bruder Jerry. Hey, Mark hat seine Art und ich hab meine. Shakespeare, du bist dran. Bobby, wir wissen jetzt, wie toll du bist. Komm mal kurz her. Oh, spielen wir nachher auch mal eine Runde ein? Bobby, morgen wollen wir Tests für die Schule machen. Lust, es zu versuchen? Lust dazu? Soll das ein Scherz sein? Du bist wahrscheinlich fürs Junior-Team schon viel zu gut. Entschuldige mal, aber ist die Schulmannschaft nicht für die älteren Jungs? Ja, ich würde der erste Junior in Pinewood sein, der es geschafft hat. Hey, Novak, du bräuchtest aber einen guten Manager dafür. Hm? Es wäre unfair, Jerry. Es ist eine Ehre, für die Schulmannschaft zu spielen. Es ist auch eine Ehre, wenn man für die Yankees spielt. Aber Dave Winfield kassiert dennoch seine Kohle. Ich weiß noch nicht. Ich denke darüber nach. Ich schreibe erst meine 2 Seiten fertig. 4 volle Seiten. Der bricht den Camp-Rekord. Hey, Brian. Du hast es auf der Bank gelassen. Los, gib es her. Hey, du hast es doch schon. Ich wette, du hast drin gelesen. Teilweise. Es war mir ein Vergnügen. Du bist ein prima Autor. Aber ich finde, du solltest dein Talent viel besser nutzen. Die anderen Jungs kriegen doch gerade ihren eigenen Namen hin. Die Barackenkumpels brauchen dich. Du musst ihre Briefe schreiben. Ich bin ein ernster Künstler. Ich weiß, dass du ein ernster Künstler bist. Ehrlich, Mann. Du schreibst die Briefe nach Hause für die anderen. Und ich helfe dir weiter. Bei der Schwester. Okay, Jungs. Hört mal alle her. Von nun an ist dieser Brieftag nur noch Vergangenheit. Brian, Leute, liefert euch einen perfekten Zweiseiter. Und zwar jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag. Und wenn eure Familien nicht absolut zufrieden damit sind, bekommt ihr euer Geld sofort wieder. Verstanden? Ganz ohne Risiko. Und wie viel wollt ihr? Nur eure PX-Karten. Vergiss es. Überleg es doch mal. 3 Qualitätsbriefe die Woche für eine 50-Cent-Packung mit Süßigkeiten. Leute, ihr müsst nicht mehr nach Hause schreiben für den Rest des Sommers. Eure Finger werden keinen Stift mehr berühren. Okay, Leute. 2.30 Uhr. Raus mit den Briefen. Oh. Wieso bist du auf? Brian musste sich im Badezimmer übergeben. Er wollte nicht, dass die anderen es sehen. Er ist so sensibel. In Ordnung. Brian, komm mit. Ich werde dich zur Station bringen. Ja. Okay, Männer, die Ruhestunde ist vorbei. Vorwärts, Kämpfer. Frisch an die Arbeit. Ich werde bestimmt bald abhauen, Jerry. Aber bis ich verschwinde, kriegst du meine PX-Karten. Lass Brian den Dreck kritzeln. Gut. Tobi? Okay, doch ich schätze, du... Du spucke schon aus. Gut, du kriegst deine PX-Karten wieder, Jerry. Ich bin einverstanden, Jerry. Und mit der Schulmannschaft auch. Hey, ich habe hier 9 Patienten für dich. Brian, er fühlt sich nicht besonders.
Oh, das tut mir wirklich leid. Aber Blanche wird sich sofort um dich kümmern. Ich muss kurz rüber zu Big Earth. Ich habe eine Liste all der Dinge, die hier fehlen. Oh, ich werde dich begleiten. Also später, Brian. Wiedersehen. Also, ihr seid verlobt und wollt heiraten. Hör mal, gibt's nichts anderes, worüber wir reden können? Nein, Rhonda, das interessiert mich wirklich. Ich meine, ich find's nur komisch, wie man sich über jemanden so sicher sein kann. Wie kannst du wissen, dass du nur mit dieser einen Person leben willst? Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus. Also, ich weiß es. Du weißt, du willst zusammenleben mit dieser Person Tag ein, Tag aus. Ja. Und, was tust du hier oben in Maine über 8 Wochen ohne ihn? Hör zu, Martin ist Medizinstudent, okay? Und diesen Sommer hat er die Chance, sich weiterzubilden durch ein intensives Krankenhaus-Fortbildungsprogramm. Und das wird ziemlich förderlich für seine Karriere sein. Aber das bedeutet Tag und Nacht Arbeit. Weißt du, er setzt dich wohl nicht sehr hoch in seiner Prioritätenliste, oder? Das ist ein wahnsinnig wichtiges Programm. Sein Vater musste alles dran setzen, damit er hin kann. Oh, der alte Mann ist reich. Ist doch unwichtig. Doch wichtig ist, dass Martin ziemlich beschäftigt ist diesen Sommer. Und da dachte ich, ich besorge mir auch eine Arbeit. Wie schön. Du hast dich entschieden, ihm etwas fernzubleiben, um alles nochmal zu überdenken. Nein, du redest Unsinn. Nun, das zeigt sich ja bald. Bis später. Okay, alle Mann hierher. Okay. Bobby, Gratulation. Du warst erfolgreich, okay? Ich werde Ronnie auf links stellen und dich stelle ich ins Center. Was sagst du? Toll, ich! Das klärt mein Agent. Okay, was soll das bedeuten, Bobby? Ich wollte nur sagen, ich spreche für meinen Klienten. Wir sind der Ansicht, wenn Camp Pinewood uns bittet, dass Bobby Nowak für die Schulmannschaft spielen soll, dann hat Bobby Nowak sicher einen Ausgleich für diesen Liebesdienst verdient. Aber es ist ein Privileg, in der Mannschaft zu sein. Das stimmt, Big Earth. Für jemanden meiner Altersklasse kann es auch ziemlich riskant sein. Er muss dagegen viel stärkere Kinder antreten. Viel größeres Verletzungsrisiko, von den psychischen Schäden mal abgesehen. Na, wie geht's? Hallo, Aikilai. Wir erörtern gerade Camp-Probleme, Margot. Okay, ich hab genug. Hör zu, Bobby. Wenn du keine Lust hast, mitzumachen in Pinewoods erster Jugendmannschaft, wieso gehst du nicht einfach ins Junior-Team zurück? Und was dich betrifft, Disbro, dein Bruder war stets ein großer Gewinn für uns. Er war Captain der Gewinner im Krieg der Farben. Ich wüsste gerne, was er gesagt hätte, wenn er vorhin deine kleine Ansprache gehört hätte. Keine Ahnung, aber ich sag ihm, wieso Mark nicht hier ist. Er hat es einfach satt, immer im Baseball zu verlieren gegen Tall Timbers. Deswegen fuhr er diesen Sommer dahin, anstatt nach Pinewood. War dein Vater damit einverstanden? Klar. Er findet es blöde, dass Pinewood immer verliert. Ich musste betteln, um herzukommen. Komm her, Ike. Wie gut ist dieser Bobby Nowak denn überhaupt? Er ist ziemlich gut, Big Earth. Aber es gibt Prinzipien. Prinzipien? Das einzige Prinzip hier ist, dass die Väter für dieses Camp bezahlen, du Vollidiot! Ja, Sir. Wir dürfen kein einziges Kind verlieren, klar? Ja, Sir. Besser, du gewinnst mal ein paar Spiele diesen Sommer, denn sonst kannst du dir einen neuen Job suchen. Freunde, ich bin neugierig. Was habt ihr euch vorgestellt? Doppelte PX-Karten, Eiscreme, frisches Obst, ein kompletter Baseball-Bilder. Ich wusste gar nicht, dass Mark in Tall Timbers ist. Mein Bruder musste in Philadelphia bleiben. Er ist sitzen geblieben und muss die Prüfung wiederholen. Unsere Vorfahren waren ganz bestimmt tapfere Männer. Und auch heute, über 200 Jahre später, werden wir immer noch dieselben Wahrheiten bestätigt bekommen. Ein Leben in Freiheit erlangt man nur, indem man für den Sieg kämpft. Sei es in den Revolutionskriegen oder im Krieg der Farben. Darum Happy Birthday, Amerika! Und jetzt lasst uns den Himmel entzünden! Ich wäre überrascht, wenn Earth je etwas entzündet. Also,
Also du warst da, aber der Schuss ging nach hinten los. Dann werden wir eben was anderes ausprobieren. Nutz deine Stärken auch. Schreib ihr einen Liebesbrief. Nein, ich habe ihr doch schon ein Gedicht geschrieben. Dann schreibst du ihr noch eins, aber diesmal besser ohne Reime. Aber denk daran, dass die Briefe für die anderen fertig werden. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Timmy, sieh mal, ein interessanter Fall. Oh ja, er ist sehr interessant. Wenn ich ihn erwische, dann erwürge ich ihn. Das klingt, als würdest du ihn mögen. Wirklich, tut's das? Ja, andernfalls wärst du nicht so besorgt. Ja, wahrscheinlich wird er mir fehlen, wäre er wirklich weg. Ich wäre dann wie der Kojote, dem der Roadrunner fehlt. Hey, kannst du bei Martin auch so lachen? Ich meine, all diese Medizintypen sind oft ziemlich humorlos. Hör zu, vielleicht beachtest du eine Kleinigkeit, okay? Also du hörst auf, mir Fragen über meinen Verlobten zu stellen. Und ich werde dir einfach keine Fragen über deine Freundin stellen. Falls du überhaupt eine Freundin hast. Hey Rhonda, wenn du wissen willst, ob ich eine Freundin habe, wieso fragst du nicht? Ach, ich denke nicht dran. Wär's etwas schmerzlich für dich? Also, besser, wir fahren jetzt zur Busstation, okay? Timmy wird vielleicht dort sein. Nein. Nein? Nein. Ich habe keine Freundin. Aber die Nacht ist noch jung. Es ist ein wirklich einfaches Prinzip. Um in den Bus zu steigen, kauft man vorher eine Karte. Aber er kaufte keine Karte, also stieg er auch nicht in den Bus. Sehen Sie, er ist ein ziemlich durchtriebenes kleines Kerlchen. Vielleicht schlich er sich vorbei? Niemand schleicht sich an mir vorbei, Sunny. Okay, fein. Also, würden Sie vielleicht so nett sein, ans Telefon zu gehen und denen in Portland sagen, Sie möchten den 9.15 Uhr überprüfen, sobald er da ist? Okay, jetzt reg dich wieder ab. Lass uns lieber überlegen, wo er stecken könnte. Also jede Wette, dass er hier gewesen ist, ist der einfachste Weg aus der Stadt. Du kannst die ja fragen. Wächst du welche von denen auf? Ich denke nicht, es wäre richtig, wenn ich... Sekunde. Ich sehe wohl nicht richtig. Die Hälfte des Kerls auf der Bank hat sich bewegt. Die Hälfte? Hey, wären Sie wohl... Timmy, warte! Ich sagte ja schon, niemand schleicht sie vorbei an mir. Au! Du bleibst hier. Ich habe mir deinetwegen wirklich Sorgen gemacht. Und Dennis war in Panik. Ich dachte, er wird dem Trottel an der Busstation den Hals umdrehen. Ich habe es mir wirklich überlegt, das zu machen. Aber du hast mich ja daran gehindert. Ich bin sicher, dass deine Kameraden dir... Die hassen mich. Ich glaube, nein, tu ich nicht. Die hacken immer auf mir rum, weil ich nicht schwimmen kann und viele Sachen nicht esse. Aber ich schlage immer zurück. Du musst ihnen eine Chance geben, dich besser kennenzulernen. Ich bin sicher, wenn die erst mal merken, wie viel Fantasie du besitzt und wie tapfer du bist. Ich meine das ganz ernst. Also denk nur an die viele Fantasie, die es kostet, wenn du dir immer neue Fluchtwege ausdenkst. Ich könnte sowas nicht tun. Ich könnte es auch nicht. Weißt du, denk nur mal an all die furchtbaren Dinge, die einem Jungen in deinem Alter passieren können, der versucht durchzubrechen von Maine bis runter nach Ohio. Dir scheint das überhaupt nichts auszumachen. Weißt du, ich bin sicher, bei so viel Mut ist es nur noch eine Frage der Zeit, bevor du deine Angst vor dem Wasser besiegst und schwimmst wie ein Fisch. Nein, weißt du, ich denke, es wäre jammerschade, wenn du jetzt abhaust, bevor deine Kameraden merken können, was du ihnen hier überhaupt bedeuten könntest. Aber das ist bloß meine Meinung. Also, ich sag euch lieber gute Nacht. Rhonda. Also, ich denke nicht bloß Timmy ist etwas Besonderes hier. Wieso denke ich immer, dass du das allen anderen auch sagst? Weil es genauso ist. Aber, diesmal meine ich es wohl auch so. Oh, Gratulation auch, du machst ja Fortschritte. Aber ich bin nicht frei, schon wieder vergessen. Verstehe.
Schade, nicht wahr? Ich könnte mich umdrehen, wenn ihr euch küssen wollt. Nein, ist schon gut, Timmy. Wir küssen uns nicht. Gute Nacht. Wenn es unbedingt sein muss. Sollte ein Versuch sein. Mein wunderschöner Liebling, mein Leben ist voller Qual, auch wenn niemand, nicht mal du, es vielleicht ahnt. Ihr bleibt alle dicht zusammen, verstanden? Und niemand wirft mit Äpfeln rum, klar? Alle Mann hier? Du wirst das schön lassen, Junge. Meine Gedanken sind alle bei dir. Meine einzige Hoffnung sind deine liebenden Augen und dein warmes, mildes Lächeln. Meine Gedanken sind alle bei euch. Meine einzige Hoffnung sind eure liebenden Augen und euer warmes, mildes Lächeln. Möge es nicht mehr lange sein bis zum Besuchswochenende. Euer liebender Sohn Brian. Ist es zu viel? Zu viel? Ein absoluter Traum. Hey, der wird doch noch benötigt. Du kriegst ihn schon noch. Wir sind nicht die einzige Baracke im Camp. Baracke B. Baracke B. Und wo ist der Brief? Brian. Die Jungs sind da. Ist nicht gleich alles. Ich bin sofort wieder zurück. Okay, kommt mit, Jungs. Seht ihr die Süßigkeiten da hinten? Ja! Ja! All die Süßigkeiten werden euch gehören. Aber nur, wenn ihr... Ich will vorn sitzen. Mach schon, Mann. Ich will vorn sitzen. Mach Platz, ich will vorn sitzen. Du willst nur vorn sitzen, weil du nicht paddeln willst. Quatsch, ich will den besten Ausblick haben. Setzt euch sofort wieder... Schicke Warner, jetzt wird ernst gemacht. Es hat geklappt und niemand wird es merken. Vielleicht lösen wir einen Trend aus. Komm schon, die Hühner warten da vorn. Hat dir das jemand erzählt? Instinkt. Mann, was ist? Psst, da ist jemand. Unser furchtloser Führer. Wenn du keine Lust hast, Dennis... Nein, ich find's ja gut, Es ist nur das, weißt du, das Bogenschießen, das strengt die Muskeln so an. Es scheint, als wärst du mit deinen Gedanken irgendwo anders oder bei jemand anders. Du spinnst ja. Das muss doch bestimmt... Kannst du was erkennen? Ja klar, von hier aus kann ich alles ganz deutlich sehen. Das ist Irene. Mann, ich will sie auch sehen. Mann, die Frau gehört mir. Ach was, wenn ich nicht mitgemacht hätte, wärst du nicht hier. Welche von denen ist sie? Die Blonde, die sich da wäscht. Okay, das reicht jetzt, Mann. Warte, Mann. Jetzt geht sie gerade weg. Gut, los, wir folgen ihr. Niemals. Ich werde hier noch zusehen. Bobby, es ist niemand mehr drin. Bloß noch die Sechsjährigen. Das macht doch nichts. Du hast überhaupt keine Ahnung. Los, komm schon. Vorsicht vor den Brennnesseln. Sch, sch. Und bleib dicht hinter mir. Achtung, Kinder, pass auf. Achtung, davon bewegt sich was. Ich vermute, es ist eine Titania Fritillaria. Aber so groß habe ich sie noch nie gesehen. Zu Diensten. Was machst du denn hier? Wir kommen wegen eines Picknicks.
Wir dachten, vielleicht hast du Hunger. Jerry, wenn die Leiterin euch sieht. Wen stört das? Aber wenn du Angst hast, dann... Ich habe keine Angst. Gut. Könntest du vielleicht einen Huhn für meinen Kumpel Bobby herholen? Was ist das denn für ein Huhn? Zu uns gehört sie bestimmt nicht. Irgendwie habe ich die schon mal gesehen. Timmy! Schenke ich dir. Er stammt von meinem Vater und vorher trug es mein Großvater. Halt, halt, wartet! Hey, was soll das, ihr Spinner? Mann, schnell, die Leiterin verfolgt uns. Also, ich sollte jetzt gehen, okay? Wir unterhalten uns ein anderes Mal. Unterhalten uns. Weißt du das alles? Ich habe meine Fantasie benutzt. Niemand von euch hat erkannt, wie gerissen ich bin. Los! Hey, Jungs. Wo ist Timmy? Sie haben ihn erwischt. Habt ihr das mit Timmy? Ja, ich werde ihn sicher bestrafen. Also, Timmy, du hast etwas sehr Böses getan. Soll ich jetzt wieder nach Hause fahren? Nein. Aber es wird leichter für dich werden, wenn du dich kooperativ zeigst. Wer war noch mit dir in Camp Chickawanna? Hören Sie, Big Earth, denken Sie, es ist richtig, dass er seine Freunde verraten muss? Dennis, bitte. Hier gelten Pinewood-Gesetze. Los, Timmy, wer ist noch dabei gewesen? Ich war es. Ich gebe es zu. Ich war mit Timmy in Camp Chickawanna. Aha. Aber die Leiterin hat uns berichtet, zwei Burschen wären noch mit Timmy in Camp Chickawanna gewesen. Dein Geständnis haut also nicht hin. Würdest du bitte aufhören, die Ermittlungen zu behindern? Also schön, Timmy. Redest du endlich? Also schön. In Ordnung. Ike, du übernimmst. Sehr gern. Hallo, Timmy. Fühlst du dich gut? Ja, ich fühle mich gut. Oh, gut. Gut, dann wirst du vielleicht heute Abend in den Wald gehen und machst etwas Holz. Mit Walter. Gleich lässt es raus. Psst. Das wird dir nicht gefallen, oder? Weißt du, besser, wir beide gehen eine Runde schwimmen. An den tieferen Stellen. Hey, wieso erzählst du ihm nicht einfach, du benutzt ihn als Zielscheibe für die Schießübung? Du sollst dich da raushalten, Mann, das reicht mir jetzt! Timmy, ich frag dich zum letzten Mal, wer war mit dir in Camp Chickawanna? Wahre Freunde, die verraten sich nicht. Niemals. In Ordnung, Timmy. Du lässt mir keine Chance. Ich muss leider über dich die schwerste Strafe verhängen, welche es hier im Camp überhaupt gibt. Timmy Messi, für den ganzen Sommer keine, ich wiederhole, keine PX-Karten. Ich gebe ihm die Hälfte aller PX-Karten. Die hat er sich verdient. Hallo. Hey, Mr. und Mrs. Massey, hören Sie, ich habe ziemliche Probleme, Timmy zur Teilnahme am Schwimmfest zu überreden, denn es ist ihm peinlich. Er kann nicht raus ins tiefe Wasser. Er muss zu den Kleinen. Ich find's gut. Wenn mir etwas peinlich ist, lässt er vielleicht den Unsinn und lernt schwimmen. Ich denke, so wird es nicht funktionieren. Dennis, wir wissen nicht, was wir mit Timmy noch machen sollen. Er ist ein so wählerischer Esser. Er will nichts zu tun haben mit Sport. Und er hat Probleme, ich überhaupt denke, Freunde das Wort, zu nach dem du suchst, Schatz, heißt Niete. Bitte, jedenfalls bin ich schon ganz krank deswegen. Ich nehme Tabletten, damit ich nachts schlafen kann.
Sehen Sie, Timmy sucht sich hier bereits Freunde. Letzte Woche hat er sich wirklich ganz bewundernswert gegenüber seinen Kameraden verhalten. Ja, und mir gegenüber auch. Wirklich? Wie denn? Wissen Sie, das ist nicht wichtig. Aber der Punkt ist, Timmy macht jetzt größere Fortschritte. Und ich wollte nur wissen, ob es okay ist, wenn er nicht teilnimmt am Schwimmen. Ja, von mir schon. Großartig, danke. Ich denke, es wird für Timmy gut sein. Das hast du aber gut hingekriegt. Danke. Ganz bewundernswertes Verhalten? Es stimmt also, du bist mit ihm in Camp Chickawanna gewesen. Weißt du, hier ist ja nichts für mich gelaufen. Oh, ich vermute, du warst drüben sehr beschäftigt. Oh, Rhonda, so eine persönliche Frage. Was würde Martin denken? Du kannst ihn ja fragen, wenn er hier ist. Warte mal, soll das heißen, dein junger Dr. Schweitzer kommt her? Ja, er kommt heute auch. Oh, Rhonda, das habe ich gar nicht gewusst. Er kommt ja auch nicht, um dich zu sehen. Ich wünschte, er würde. Ich brauche einen Arzt. Ich habe Schmerzen, genau hier. Wieso machst du über Martins Beruf immer nur Witze? Was wirst du tun, wenn du erwachsen bist? Rhonda, das College dauert 4 kurze Jahre. Ich will meinen Spaß haben und mich nicht auf einen Beruf vorbereiten. Dafür ist später noch Zeit. Wiedersehen, Dennis. Ich muss Martin an. Rhonda? Hey, das musst du doch nicht. Tu nichts, was ich gern tun würde. Und Mrs. Disbro? Witzig, ich konnte Mark gar nicht erkennen bei Tall Timbers. Mark? Tall Timbers? Big Earth. Wer gewann denn das Spiel? Junge, wenn du es so siehst, wir sehen uns beim Barbecue. Tobi ist wirklich erwachsener geworden diesen Sommer. Sonst hat er immer nur geschrieben, was er gefuttert hat. Aber die letzten Briefe waren doch sehr gefühlvoll. Die von Archie sind es auch gewesen. Ich werde Ihnen sagen, was er uns geschrieben hat. Meine einzigen Gedanken werden immer nur bei euch sein. Meine einzige Hoffnung sind eure liebenden Augen und euer warmes, mildes Lächeln. Weißt du, Rhonda, es war nicht einfach. Aber ich denke, ich habe jetzt alle wichtigen Kontakte, die ich brauche. Tag allerseits. Geht's Hallo, gut? Alles klar. Martin, das ist Dennis Baxter, einer von den Jugendleitern. Oh, freut mich, Sie zu treffen, Baxter. Freut mich wirklich, Sir. Wissen Sie, Rhonda hat mir schon viel erzählt über Sie. Ach, wirklich? Wieder geprahlt, oder? Ich meinte das eben witzig. Das dachte ich schon. Aber ganz im Ernst, Martin, Sie sind ein zu beneidender Mensch. Rhonda ist wirklich toll. Ja, natürlich, das weiß ich. Sehen Sie, Baxter, ich bin in einem ziemlich harten Ausbildungsprogramm. Nur die allerbesten Studenten werden dazugelassen. Aber am Abend da, unwichtig wie erledigt ich da noch bin, da sehe ich Rhondas Bild an und sage zu mir selbst, du hast dein Glück, Martin Blair. Ja, wirklich. Das denke ich auch. Martin Blair. Ich wusste, dass wir uns gut verstehen. Rhonda, irgendwie dreht sich alles. Rhonda hat heute keine Zeit für dich, kleiner Mann. Also musst du dir wohl eine andere suchen, die sich darum kümmert, hm? Komm mit, Brian. Wirklich, es war interessant, Sie mal kennenzulernen, Martin. Ja. Komm mit. Bitte alle mal herhören. Bitte setzen Sie sich. Danke. Und jetzt werden Sie alle unseren furchtlosen Direktor kennenlernen. Erwin Bigoff Klapper. Danke. Danke, ich möchte Sie alle willkommen heißen. Doch jetzt schenken Sie Ihre Gunst Pinewoods einzigem Nachtischkönig. Mr. Toby Kaplan. Applaus für Toby. Danke, Bigoff. Wie geht's euch allen denn so? Hat euch das Essen geschmeckt? Wenn es euch gut runtergegangen ist, dann hättet ihr es Donnerstag kosten sollen. Da wurde es nämlich gekocht. Donnerstag! War nur ein Scherz, Freunde. Sehen Sie, Big Earth, es ist doch so. Viele Menschen meinen, dass der medizinische Beruf überbezahlt ist. Aber wie viel ist Ihnen ein funktionierender Arm denn wert? Oder eine gesunde Lunge?
Oder vielleicht sogar ein künstliches Hüftgelenk. Gehen Sie noch weiter runter, dann heißt die Antwort gar nichts. Martin, ich habe nicht 4 Wochen gewartet, damit du erscheinst und eine Lektion über Medizin erteilst. Hast du mich nicht vermisst? Selbstverständlich. Was für eine blödsinnige Frage. Ich hab's dir doch gesagt, oder? Nein. Selbstverständlich, Schatz. Und etwas später werde ich dir dann zeigen, wie sehr ich dich vermisst habe. Hm? Du scheinst hier wohl der Einzige zu sein, der keinen Kohlsalat oder Schweinefleisch mag. Ich bin nicht besonders hungrig. Timmy, es macht mich richtig verrückt zu sehen, dass du gar nichts... Ich erledige das, Doris. Besser, du nimmst eine Pille. Die sind aber fürs Einschlafen. Besser, du nimmst sie zur Vorbereitung schon jetzt. Mrs. Mercy, was ich Sie noch fragen wollte. Also ich habe selbst ziemliche Probleme mit dem Einschlafen während des Besuchswochenendes und so. Und ich wollte Sie fragen, also, ob... Zu welcher Gruppe gehörst du denn? Ich bin eine Fliege. Dann der Nächste. Ein Burger, Margot. Oh, merci. Chateaubriand. Ja, und die meisten Menschen reden über die politischen Lehren und Sozialwissenschaften. Sogar Lehrer sind gut angesehen. Oh ja, natürlich. Gut, aber wir dürfen niemals vergessen, dass die Medizin, die Ärzte, immer vorne stehen. Entschuldigt mal, wie hätten Sie einen Burger gern? Medium, danke. Denn wissen Sie, gäb's keine Mediziner, wo kämen die Menschen dann wohl hin? Tja. Rhonda? Oh nein, danke. Ich bin leider schon ziemlich satt. Ja, ich muss zugeben, das Fest ist Ihnen wirklich gelungen, Big Earth. Geliebte, wahrscheinlich fragst du dich schon, wer ich bin. Ich gebe dir 3 Hinweise. Ich bin größer als ein Grashalm, kleiner als ein Mammutbaum, aber stark wie eine Eiche. Wie steht's, dein heimlicher Bewunderer? Hier ist Ihr Essen, Doc. Vielen Dank auch, Baxter. Genießen Sie es. Wieso eigentlich? Wenn wir beim Baseball gewonnen haben, warum sollten wir es beim Schwimmen nicht auch schaffen? Hey, Doc. Hören Sie, ich habe Dienst heute Abend. Also wollte ich Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt wünschen. Ist was? Martin, fühlen Sie sich nicht? Also ehrlich, das weiß ich auch nicht. Ich kann kaum noch meine Augen offen halten. Wirklich? Ich schätze, das medizinische Programm macht Sie wohl richtig alle. Ja, genau so ist es. Sie denken, Medizinstudenten hätten es ziemlich leicht. Bei uns geht die Arbeit rund um die Uhr. Na, ich denke, wir sollten uns hinlegen. Gehen wir einfach zur Unfallstation. Martin, genau das hatte Big Earth vor zu verhindern. Deswegen gab er mir doch heute frei. Also, ich sagte ja schon, ich habe Dienst heute Nacht. Martin könnte sich ausruhen in meiner Baracke und du könntest ihn später dort abholen. Meinst du wirklich? Wozu sind Freunde wohl da? Was willst du machen? Ihn abstechen? Nein, noch nicht. Weißt du, abstechen ist mir zu blutig. Es sollte nicht zu drastisch sein. Willst du den Kerl loswerden, kenne ich andere Mittel. Was ist passiert? Tobi schnarcht. Vielleicht war es ihm einfach nur zu ungemütlich. Doch aufs Bett wollte er nicht verzichten. Mein Dienst ist in 10 Minuten beendet. Wir können ja noch etwas weitersuchen. Nein, vergiss es. Willst du die freie Zeit nicht lieber für deine kleine Freundin ausnutzen? Ich denke, sie ist an mir nicht besonders interessiert. Und das letzte Mal, als ich sie sah, dachte ich immer bloß an dich. Ich kann mir schon denken, was du gefühlt hast. Kannst du? Ja. Aber das führt zu nichts. Wenn du es so siehst. Skalpell. Nein! Nein! Und
so erfüllt euer Besuch mein Herz mit Freude und vereinigt sich mit allem, was mir teuer ist. Und freudig erwarte ich meine Wiederkehr am Ferienende. Euer stets treuer Sohn Brian. Mann, dein Bester. Ich denke nur, du solltest die Wortwahl hier noch etwas verändern und... Okay, wir lassen ihn, wie er ist. Timmy, am besten du fängst an. Nein, ich werde diesen öden Dreck nie wieder abschreiben, nie wieder. Timmy, du bist verändert seit dem Besuchswochenende. Kein Fluchtversuch, bist du krank? Wozu denn auch? Damit meine Eltern mir sagen, wie beschämt sie es finden, dass ich noch nicht schwimme? Du wirst bestimmt noch mal schwimmen, Timmy. Wann? Ich habe mich schon immer gefürchtet vom Wasser. Mach die Augen zu, Timmy, das hilft. Aber wenn sie uns hier erwischen? Brian steht doch Schmiere. Und wenn Big Earth oder Margo kommen, dann warnt er uns sofort und wir verschwinden. Jetzt schließe die Augen und entspann dich, dann wird's schon gehen. Ich weiß, du schaffst es. Los, öffne die Augen. Was ist passiert? Er schwimmt wie ein Fisch. Ach, wirklich? Teuerste Rhonda, mein Herz ist entfesselt. Liebste, mein Herz ist eine brennende Fackel. Und deine Figur hat sie entbrannt. Ike. Ich weiß nicht, Margot, was würde Big Earth sagen? Ike, Big Earth ist doch total bescheuert. Er wird sicher nicht mal merken. Aber nein, wirklich, das gehört sich für einen Pinewood-Mann nicht. Das kann ich wirklich nicht machen. Ach, wieso lässt du dich nicht gehen und küsst mich? Was wäre denn schon dabei? Du weißt bestimmt noch, was Flaschendrehen ist. Jeder Schüler kennt das. Nein, ich war auf der Militärschule. Oh, du armer kleiner Junge. Ich werde dir zeigen, was du verpasst hast. Das ist ganz schön eng gewesen. Komm schon. Komm schon. Na los, komm schon. Komm schon. Hab bloß keine Angst. Also, vielleicht hast du Lust und steigst in ein heißes Bad mit mir? In Ordnung. Aber du setzt dir ein Haarnetz auf. Oh, ja, natürlich. Komm schon. Die Schlachten. Hey, was soll das? Hey, die Leine. Wir müssen verschwinden. Hey, das sind die Russen. Hey, nur Angst, Mann. Das wäre doch was. Komm schon. Achtung, alle mal herhören. Der Krieg der Farben ist erklärt. Ich wiederhole, der Krieg der Farben ist erklärt. Das ist kein Übungsalarm. Das ist der Ernstfall. Der Krieg der Farben ist erklärt. An die unsterblichen Worte von Grantland Rice, der sagte, es ist völlig egal, wer hier gesiegt hat. Wichtig ist nur, ist das Spiel gut gelaufen. Und erinnert euch auch an die unvergessenen und unsterblichen Worte von Vince Lombardi, der gesagt hat, wenn es unwichtig ist, wer gewonnen hat, wieso werden dann die Punkte gezählt? Der Krieg der Farben ist erklärt. Hallo!
hast, du Spinner. Krieg der Farben, Baxter, und du gehörst zu den Blauen. Und redet auch nicht mit anderen. Sie könnten vielleicht im blauen Team sein und teilt eure Zahnpasta mit niemand, verstanden? Er gehört vielleicht zu den Grauen. Der Krieg der Farben ist erklärt. Dein Freund ist vielleicht schon dein Feind. Wir sind alle im selben Team. Sie haben uns einfach in der Mitte geteilt. Möge das beste Team gewinnen. Ja, die Grauen. Hör auf, Tobi, ich bin Fahnenträger für alle Blauen. Beruhige dich, Junge. Wir sind das bessere Team. Ach ja? Ihr verliert den Krieg der Farben, klar? Jungs, nur beruhigt euch. Lasst euch nicht vom Big Earth-Spießen auch noch mitreißen. Genau. Dilsbro, du wirst im Handwerksladen gebraucht. Ich hab mein Tau geflochten. Da ist jetzt das graue Hauptquartier. Los, komm mit. Hallo, Jerry, setz dich. Hier. Nein, danke. Lieutenant Farrell und ich haben uns verständigt über das Personal. Und ich fand es wirklich interessant, dass du eine Briefaktion für das ganze Camp hier geleitet hast. Und dir alle PX-Karten ganz persönlich unter den Nagel gerissen hast. Das ist wohl ein Rekord. Ich muss jetzt aus dem Team? Nein. Ich wollte dich zum Sergeant für alle Eichen ernennen. Mich? Sonst machen das nur die Sportler, wie mein Bruder. Der Krieg erfordert Männer. Doch nur solche Männer, die Dinge lösen können. Und ich bin überzeugt, du wirst es schaffen. Sergeant Dispo. Achtung, Gentlemen, jetzt seid doch still und hört alle gut zu. Gentlemen, bitte. Der Staffellauf der Apachen fängt sofort an. Ich wollte euch nur noch mal daran erinnern, dass kein Teilnehmer mit seiner Teilstrecke beginnen kann, ehe nicht ein klares Resultat seines Vorgängers ermittelt werden konnte, kapiert? Okay, alles auf die Plätze. Achtung! Hallo! Das nächste. Los, geh schon. Ja, gut so, Timmy. Los, konzentrier dich. Ja, Timmy, mach schon schneller. Los, ja, los. Schneller, Timmy, los, los. Los, Timmy, das schaffst du. Das ist doch eine Kleinigkeit. Los doch. Ja, du hast es geschafft, Timmy. Nur noch drei weitere Durchgänge. Yes, Bro, hey, was ist los? Denkst du, wir werden so gewinnen? Ist kein Problem, Mann. Okay, das Thema für den 50-Worte-Wettbewerb ist Sportlichkeit und Fairplay. Ike, was gewinnen wir, Lasse? Der ist spitze. Du meinst? Schneller. Los doch, Mann. Sag schon, Brian. Was ist denn los, Junge? Mach doch viel, das kannst du schneller. Ja. Damit. 52 Worte, großartig! Gute Wahl! Hier, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden mit den letzten Absätzen. Es ist nicht leicht, gegen die Uhr genial zu sein. Ist schon gut, Brian. Lass dich von den anderen nicht entmutigen. Okay, Leute, jetzt wird die Jugendleiterjagd eröffnet. Es sind 5 Jugendleiter an 5 Stellen auf dem Gelände des Camps versteckt. Jeder Jugendleiter bringt 10 Punkte, und zwar jeweils für die Mannschaft, die ihn gefunden hat. Seid ihr bereit? Ja! Okay, los! Ja! Los! Ich glaube, ich habe da drüben einen gesehen. Nein, bei der Hütte war einer. Hast du schon einen gesehen? Nein. Hey, fass das bloß nicht an. Wieso? Giftiger Efeu, der bringt dich für Tage auf die Krankenstation. Oh,
Okay, meine Herren, als nächstes kommt die gemischte Schwimmstaffel der Eichen. Wir haben Tommy Wallace für den Butterfly. Wir haben Jack, den Fisch Carpenter, für die Bruststrecke. Bobby, du machst den Freistil, nicht wahr? Ja. Okay, fürs Rückenschwimmen. Wen haben wir dafür? Ich kann dafür keinen guten Schwimmer abstellen. Jedes Kind kann nur einmal mitmachen. Aber Steve, wir haben drei der besten Schwimmer des ganzen Camps in diesem Team. Alles, was nötig ist, ist jemand, der auf dem Rücken treiben kann. Und wir sind durch. Wie wär's mit Timmy? Spinnst du? Timmy Messi ist doch eine Bleiente. Alle machen Witze über ihn. Ist besser, du suchst eine ernste Lösung. Wir haben ihm Schwimmen beigebracht und Rückenschwimmen kann er ganz gut. Warte mal, Bobby. Willst du behaupten, Timmy könnte schwimmen? Ja, so ungefähr. Mann, das muss ich selbst sehen, bevor wir ihn offiziell zulassen. Aber ich sehe keinen Grund, wieso wir ihn nicht schon mal eintragen. Okay. Timmy Messi. Ich habe ihn erwischt, wie er draußen rumgeschlichen ist. Erst bei den Grauen. Steve, ich hatte einen Albtraum. Walter wollte mich einfangen. Schon gut. Er ist in meiner Baracke. Okay. Jamie, du darfst nicht hier sein. Du gehörst zum anderen Team. Aber ich hatte so eine Angst, dass Walter mich tragen würde. Ist schon gut. Also, ich bin hier ziemlich bald fertig. Und dann bringe ich dich wieder zur Baracke. Alles klar? Ja, so könnte es gehen. Probleme? Nicht schlecht, oder? Hast du gut gemacht, Jamie. Du kannst dir 10 Süßigkeiten aus dem PX nehmen. Die hast du dir verdient. Sekunde. Ah, Sie haben bestimmt was gemerkt. Das sind falsche Meldelisten. Das kann nicht sein. Timmy Messi ist da zum Schwimmen aufgestellt. Und du vergisst die 10 Süßigkeiten, du kleine Niete, verstanden? Warte mal. Rückenschwimmen in der gemischten Staffel. Das ist möglich, Mann. Wieso denn? Weil Timmy mit dem Schwimmen angefangen hat. Hat er? Etwas. Er wird von den besten drei Eichen abgeschirmt. Aber eine Schwachstelle ist er. Warte, Timmy wohnt in deiner Baracke, oder? Hey, das geht nicht. Timmy ist mein Freund. Wenn du nicht mit Ronny, lass das! Ich sag's dir nur einmal, Dispro. Letzten Sommer hat dein Bruder sein Team zum Sieg geführt. Du hast die Chance, etwas zu tun. Die Entscheidung liegt bei dir. Lass dir Zeit. Dein Team zählt auf dich. Ich könnte es ja versuchen. Wirklich? Wie konnte das nur geschehen, Brian? Sieht aus, als hättest du dein Hemd ausgezogen und dich absichtlich im giftigen Efeu gewälzt. Denkst du? Wie es aussieht, habe ich jetzt alle Stellen versorgt. Denkst du nicht, da sind noch ein paar? Nein, es sind alle eingeschmiert. Du könntest ja suchen. Weißt du, ich glaube, deine Kleidung ist auch verseucht. Ich werde es in kochendes Wasser tun. Brauchst du das? Das ist unwichtig. Das ist mein Essay von dem Apachenstaffelrennen. Klar, es ist wichtig. Du hast ziemlich lange dran gesessen. Darf ich es mal lesen? Nein, nicht. Ich finde es doch nicht gut. Ich war noch nicht fertig damit. Gefällt dir das Essay? Du schreibst wundervoll, Brian. Ich bin ansteckend. Ach, das macht nichts. Gute Nacht. Okay, lass sie los. Gut, wölb deinen Rücken noch etwas mehr, Timmy. Okay, alles klar. Bobby, wann ist es passiert und wo? Das ist eine lange Geschichte. Also, was denkst du? Ja, was denkst du? Timmy, ich denke, du bist ein toller Schwimmer. Und das blaue Team wird verdammt stolz sein, dass du zu der gemischten Schwimmstaffel gehörst. Willst du vielleicht noch mal ran? Okay, dann los. Alles klar, leg dich auf den Rücken. Und los geht's. Okay, Timmy, gut. Timmy. Timmy, ich konnte nicht schlafen. Ich mache mir fürchterliche Sorgen. Hatte jemand vom blauen Team schon mal erzählt von Durchbruch Thompson? Nein. Wieso? Macht nichts. Ich werde wieder ins Bett gehen. Warte. Wer ist Durchbruch Thompson? Durchbruch Thompson?
war ein Unglücksfall im letzten Sommer hier. Er war bei den Eichen und lernte auch erst am Ende des Sommers schwimmen. Ganz genauso wie du jetzt. Das Wettrennen, an dem er teilgenommen hat, war im Krieg der Farben. In der gemischten Staffel, die morgen auch stattfindet. Und? Er dachte, es würde gehen, aber der Druck während des Rennens... Was ist denn passiert dabei? Es ist zu fürchterlich. Sag es mir. Er ist ertrunken. Junge, das ist ja fürchterlich. Ja, er war sein Durchbruch, denke ich. Und ich habe eben befürchtet, weil du jetzt hier schwimmen kannst, noch nicht gut, dass sie versuchen, dich für das Schwimmen morgen zu melden. Aber ich habe mich da wohl verschätzt. Ich wollte dich nicht stören, Timmy. Schlaf schön. Alles in Ordnung? Ja, ich denke schon. Mazzy, wieso legst du dich nicht in eine Wiege zu den anderen Babys? Hey, Tommy, wir gewinnen als Team und wir verlieren auch als Team. Verloren hat der da doch ganz allein. Ist nicht so schlimm, Timmy. Es ist nichts passiert. Los, geht wieder auf eure Plätze. Wie geht's ihm denn? Böse Unsportlichkeit macht 2 Minuspunkte für die Blauen. In Ordnung, Leute. Bei nur noch sehr wenigen Aktivitäten heute, es fehlt noch das Liedersingen, sind die Punkte. Ist der Punktestand für die Blauen 923 Punkte, für die Grauen 921. Eine Differenz von nur 2 Punkten. Ziemlich knappes Ergebnis. Das ist alles. Ihr dürft wegtreten, Männer. Bobby! Ich gehe jetzt nur das Essen. Wo ist Timmy? Ich weiß nicht, er sagt, er will lieber allein sein. Na toll, okay. Ich werde sehen, ob ich ihn irgendwo finde. Wenn jemand fragt, bin ich in der Baracke und heiter ihn auf. Ich durste und leide von Ängsten sehr geplagt. Was wäre wohl schlimmer? 11 Jahre altes Tat. Ist doch ganz schön. Tag, Brian. Rhonda, kann ich dich kurz sprechen? Ja. Hast du Timmy auch nicht mehr gesehen? Nicht seit dem Schwimmen. Du meinst doch nicht, der wäre... Er ist nirgends. Sein Alter verschwindet. Ich hätte mir das wirklich fast denken können. Also ich versuche ihn irgendwo zu finden. Ich überprüfe seine alten Verstecke, okay? Warte auf mich. Ich habe ihn damals ja auch gefunden. Brian, ich... Wo gehst du hin? Was geht dich das an? Wenn es wegen Timmy ist, dann würde ich gern mitgehen. Das kannst du nicht tun. Das Baseballspiel ist doch heute Nachmittag. 30 Punkte. Warum? Weil Timmy mein Freund ist. Du hast dich heute nicht wie ein Freund gezeigt. Richtig. Das war ein schwerer Fehler. Du bist schuld, dass er weggelaufen ist. Ja, das weiß ich, Bobby. Wenn du dauernd nach Winkelzügen suchen musst, dann kommst du manchmal schnell ins Abseits. Mir ist jetzt völlig egal, wer gewinnt. Ich will Timmy finden und meinen Fehler ausbügeln können. Ich kenne ihn ziemlich gut. Ich werde erst irgendwo außerhalb des Camps. Brian, was machst du hier?
Manchmal gibt es wichtigere Dinge als die Romantik. Wann soll die Suche beginnen? Jetzt sofort. Alle werden ihn suchen. Komm schon, Tobi. Aber ich wollte mein Lied noch einstudieren. Keine Spur von einem Kanu. Keine Spuren am Ufer. Der Wäschemann kommt auch erst morgen. Ich glaube nicht, dass er hier ist. Vielleicht hast du recht. Hey, seht mal. Gleich da drüben. Das ist doch Walters Motorboot. Hey, wenn Timmy schnell aus dem Camp verschwinden wollte, hat er sich vielleicht unter der Persenning versteckt. Meinst du, wir sollen nach ihm suchen? Bist du verrückt? Willst du etwa zu Walter in den Wald gehen? Hey, Timmy ist doch unser Freund, also müssen wir da jetzt rein und versuchen, ihn zu finden. Oder was von ihm übrig ist. Da! Timmys Schuh! Wenn Walter ihn hat, ist sein Blut an deinen Händen. Die ganze Baracke ist weg, sagst du? Los, Dennis! Ich kann nicht das blaue Team ganz allein finden. Ich sag's nicht gern, Big Earth, aber anscheinend sind sie desertiert. Weißt du, Ike, also ich glaube einfach nicht, dass ein Pinewood-Jugendleiter oder ein Camper einfach während des Krieges wegrennt. Aber wenn sie es getan haben, ist das ein Grund für strengste Bestrafung. Ein absoluter Grund. Und wenn sie schuldig sind, keine Eiscreme für eine Woche. Hey, Dennis, sind das nicht Boote aus Pinewood? Timmy! Jerry? Seid ihr das? Hey, kommt raus! Walter tut euch nichts! Er ist nur ein Maler, ein zerstreuter Expressionist! Sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Wir wollten dich hier rausholen. Vergiss es! Ich bin ein Versager, genauso einer wie Durchbruch Thompson. Timmy, hör zu. Es gab niemals einen Durchbruch Thompson. Das sagst du nur, um mich zu beruhigen. Nein, wirklich nicht. Ich hab ihn erfunden. Du solltest dich erschrecken, sodass mein Team gewinnen konnte. So ein lausiger Trick. Ich weiß. Ich schätze, der Wettbewerb korrumpiert die meisten Menschen. Es tut mir leid, Timmy. Kommst du jetzt wieder mit uns zurück? Ich weiß es nicht. Walter war wirklich nett zu mir, als er mich im Boot gefunden hat. Er hat gesagt, er will mich malen. Ich bin sicher, Walter wird das irgendwann nachholen. Also kommst du jetzt mit, Timmy? Alle im Camp denken, ich bin ein Versager. Und ich könnte nicht schwimmen. Nein, tun sie nicht. Außerdem, wir wissen, du kannst schwimmen. Ich will es ihm beweisen. Aber das kannst du, wenn wir wieder im Camp sind. Aber ich zeig's ihm sofort. Ihr seid doch auch schon durch den See geschwommen, oder? Ja. Warte mal eine Sekunde. Timmy, sieh mal. Noch vor ein paar Wochen, da schwammst du überhaupt nicht. Jetzt bist du schon ziemlich weit, selbst wenn du es noch nicht perfekt kannst. Wenn du es unbedingt willst. Wir werden ganz dicht bei dir sein. Komm schon, Timmy.
brauchst jetzt nichts mehr zu beweisen. Es scheint das ganze Camp hat deine Schwimmkünste gesehen, wenn du lieber raus willst. Nein, ich musste nur gerade denken. An was? Wenn mein Vater das hier sehen würde. Ich erwarte sofort eine Erklärung von Ihnen, Admiral Baxter. Sie und Ihre Beamten sind desertiert. Hey, Moment mal, Big Earth. Nennen Sie mich Baxter, okay? Hier haben Sie mein Offizierspatent. Ja! Aber wieso tun Sie das? Sehen Sie, es ist so, dass die Jungs meiner Baracke miteinander gut ausgekommen sind, ehe der Krieg der Farben alle aufhetzte gegeneinander. Jetzt verstehen Sie sich wieder und ich möchte, dass es so bleibt. Wir finden das auch! Ja! Würdet ihr mal bitte ruhig sein, Camper? Nun haltet doch mal eine Sekunde den Mund. Also, der Krieg der Farben ist nicht mehr als eine Möglichkeit zu zeigen, wie viel vom Pinewood-Kampfgeist jeder aufgenommen hat. Und da wirklich das ganze Camp jetzt hier aufgekreuzt ist, die eigenen Wettbewerbe völlig missachtend, um diesen braven jungen Helden bei der Wiedergutmachung seiner Demütigung anzufeuern, wisst ihr, jetzt ist klar für mich, dass ihr alle schon überfließt vor Pinewood-Kampfgeist und, wisst ihr, als Camp-Direktor erkläre ich den diesjährigen Krieg der Farben für beendet. Und ich verkünde, jeder von euch gewinnt dieses Jahr. Eine Sekunde, Big Earth. Sie können den Krieg nicht einfach beenden. Die Grauen waren auf dem Weg zu gewinnen. Sie können nicht... Ike. Was ist denn, Baxter? Sekunde mal. Könnte ich dich ganz kurz sprechen? Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Kühl dich ab! Nicht so hitzig, General! Wir beichten sonst Big Earth, wie du neulich völlig versagt hast beim Flaschendrehen. Tolle Ansprache, Big Earth. Jeepers. Niemals nanntest du mich Big Earth vor allem. Oh, früher hattest du es auch niemals verdient. Soll ich dir helfen? Alles in Ordnung? Hier, das ist deine. Hey, ist was passiert, Big Earth? Du würdest sehr überrascht sein. Dennis, Margot und ich haben uns entschieden, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Und dafür jemand Jüngeren, jemand, der besseren Kontakt mit den Jungen hat, als stellvertretenden Campdirektor einzustellen. Was sagst du dazu? Was müsste ich tun? Weißt du etwas? Werben in den Wintermonaten, solange es dein Studium erlaubt. Und weiter, nächsten Sommer mit mir das Camp leiten. Bist du nächsten Sommer auch hier? Weißt du, wenn deine Werbung erfolgreich ist? Erlebnisse eines Künstlers im Feriencamp. Erster Roman von Brian Firestone. Hör doch, er ist extra hergekommen, um mich zu treffen. Technisch gesehen ist er noch mein Verlobter. Ich dachte, es wäre vorbei zwischen euch beiden. Ist es auch. Aber ich sage es ihm nur auf meine Weise. Falls du das verstehst. Na, hör zu, ich soll ein paar Kinder nach Cleveland bringen. Wenn du mit den technischen Kleinigkeiten fertig bist, lass es mich wissen. Die Jungs haben sie extra für dich gebacken, Toby. Wow! Alles Gute, Jerry. Alles klar, Tobi, arbeite doch noch ein paar neue Nummern aus. Hey, Timmy.
Was machst du, wenn du zu Hause bist? Ich plansche. Mein Vater will einen Pool einbauen. Also, ich muss in den Zug nach Philadelphia. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ich vertrete Dennis' Angelegenheiten mit Big Off. Wirklich, wissen Sie, als Eisenbahner sind Sie doch fein raus. Sie bekommen später Ihre Pension und man kümmert sich um Sie. Um mich kümmert sich niemand. Denn wissen Sie, Ärzte haben keine Gewerkschaft. Bekommen keinen bezahlten Urlaub, kein Krankentagegeld. Also gut, ich schreibe ihm aus Cleveland. Sie haben es da viel leichter. Leider, meine Verlobte. Ich bin extra hergekommen, um...